Die Fallenjagd steht immer wieder in der Kritik, nicht tierschutzgerecht zu sein, dass die Tiere sich also darin quälen. Und oft werden die Fallen verglichen mit Fallen, ich sag mal, die wir so vor ungefähr 100 Jahren hatten. Ja, und ich sag mal, in den letzten Jahrzehnten haben sich nicht nur die Materialien verändert, es hat auch sich die Art und Weise verändert, wie gefangen wird. In vielen Bundesländern in Deutschland sind nur noch lebend unversehrt fangende Fallen erlaubt. Da drin stecken zwei Worte. Das Tier muss lebend sein, aber auch das Tier muss unversehrt sein. Das bedeutet also, es darf sich in der Falle nicht verletzen oder, ich sag mal, aufgrund von irgendwelchen Stresssituationen zu Tode gekommen sein. Ja? Und da hat es umfangreiche Untersuchungen gegeben, unter anderem der Tierärztlichen Hochschule Hannover. Die haben in Betonrohrfallen Minikameras installiert und haben auch die Tiere nach dem Fang beobachtet, wie sie da sich drin verhalten. Und wir Menschen neigen dazu, ich sag mal, unsere Sicht der Dinge auf Tiere zu implementieren. Und wir stellen uns vor, wir sind in so einem Aufzug gefangen und kriegen Panik da drin, dass wir nicht rauskommen oder dass uns keiner rettet. Und das Tier geht in eine Röhre rein. Ich sage mal, so Betonrohre liegen überall in der Landschaft als Drainagerohre, Wegüberfahrten und dergleichen rum. Die kennen diese Rohre, die untersuchen die. Und jetzt ist plötzlich so ein Rohr zu. Und sie gucken eine Weile, ob sie einen Ausgang finden. Und wenn sie diesen Ausgang nicht finden, dann legen sie sich in der Regel erstmal hin, ruhen sich aus und harren der Dinge. Ja? Im Gegensatz zu Menschen geraten die nicht so einfach in Panik. Das Gleiche passiert auch auf Naturbauanlagen. Also der Fuchs gräbt sich im Sand einen Bau und da passiert es eben auch schon mal, dass Teile des Baues einstürzen, weil der Sand nachrutscht und dann muss er halt wieder eine Lösung finden, wie er da rauskommt. Manches Mal gelingt das gar nicht, dann wird er sicherlich da unten verenden. Aber wie gesagt, er kennt das, ne, und versucht dann eben eine elegante Lösung dazu finden, indem er irgendwo wieder sich ausgräbt. Ja. Und das Gleiche passiert eben in einer Falle auch. Die meisten Landesjagdgesetze haben heute so hohe Ansprüche, dass sie sagen, die Tiere müssen im Dunkeln sitzen, die dürfen nicht nach außen schauen können. Und der Praktiker weiß eben auch, je dunkler es in einer Falle ist, desto ruhiger verhält sich das Tier nach dem Fang. Natürlich sind auch keine spitzen Gegenstände in diesen Fallen. Und ja, ich selber habe, wie gesagt, auch mit Kameras innerhalb der Fallen gefilmt, weil ich mich selber auch überzeugen wollte, ob das so ist. Und wie gesagt, die Tiere laufen eine Weile hin und her, gucken, ob sie irgendwo einen Ausgang finden. Und da sollte eben auch kein Lichtspalt sein. Dann würden die Tiere versuchen, an diesem Spalt eben rauszukommen. Ist es dagegen ganz dunkel, gute moderne Fallen liefern das heute ab, dann, wie gesagt, beruhigt sich das Tier sehr schnell. Wir haben heute sogar Fallen, die, ich sag mal, wenn wir Trittauslöser haben, die nach dem Fang arretieren, dass also dieser Trittauslöser noch niemals mehr Geräusch abgibt, wenn die Tiere hin und her laufen. Ja, also da sind wir schon auf einem sehr hohen Stand der Technik. Hinzu kommen die Fallenmelder, die Mink Police, die uns ja zeitnah informieren. Und wir zum Beispiel im Sommer, wenn wir einen Jungfuchs gefangen haben, auch noch abends um 21 Uhr hinfahren können und können den Jungfuchs noch am selben Abend entnehmen. Ja, bedeutet, wir fangen in der Nacht vielleicht noch einen zweiten, aber der erste ist auf jeden Fall erlöst. Ja, lebend unversehrt heißt natürlich nicht, dass das Tier immer lebend davon kommt. Ne? Wenn es Jagdzeit hat und eine Zielart ist, dann werden wir es sicherlich erlegen. Aber der Vorteil dieser lebend unversehrt fangenden Fallen ist eben auch, wenn wir Tiere mit Schonzeit haben oder Nicht-Zielarten, dass wir sie unversehrt wieder laufen lassen können. Ja, das kann eben keine totfangende Falle. Das Ergebnis ist da endgültig, ne, eine Wiederbelebung nicht angebracht. Ja, und da können eben Totschlagfallen und dergleichen können mit Lebendfangfallen in der Hinsicht nicht mithalten.